Auf meiner Fahrt nach Dortmund entdecke ich einen schönen Stay-Better-Stellplatz, mache erste Erfahrungen mit der Luftfederung und zeige euch einen schön gelegenen Campingplatz in Dortmund. Herzlich willkommen auf dem TechCamper-Kanal. Dieses Mal bin ich alleine auf Tour. Auf dem Weg nach Dortmund bin ich hier unterwegs zum ersten Übernachtungsplatz. Ja, jetzt bin ich hier angekommen auf dem Platz von der Streichsmühle mit Stay Better. Und das ist hier eine recht große Wiesenfläche. Ich habe hier gerade mal die Wiese etwas abgefahren, um einen Platz zu finden, der einigermaßen gerade ist. Aber also selbst mit Keilen wird es hier nicht so, dass man eben steht. Hier nochmal ein Blick über den unteren Teil der Wiese. Könnte allerdings etwas Schwierigkeiten machen, wenn es hier feucht ist. Also dann würde ich jetzt nicht unbedingt stark in die Wiese reinfahren. Hier befindet sich die Zufahrt. Und hier vorne geht es dann auf eine geteerte Straße. Aus dieser Richtung bin ich gekommen. Da geht es dann zur Hauptstraße zurück, zur Bundesstraße. Und hier hoch werde ich noch mal etwas entdecken. Nachher noch einen kleinen Spaziergang machen hier, wo es hier weitergeht. So, jetzt habe ich noch mal umgeparkt und tatsächlich eine Stelle gefunden, wo das Fahrzeug sogar einigermaßen gerade steht. Da konnte ich jetzt auch noch mal sehr schön die Luftfederung einsetzen. So, jetzt kam hier die Luftfederung zum Einsatz als Möglichkeit auf Keile zu verzichten. Ich habe jetzt hier rechts hinten auf 6 aufgepumpt und links ist ein Bar drin. Wenn wir uns das jetzt hier mal draußen anschauen, dann nehme ich mal einen Meterstab und dann schauen wir mal, da muss noch ein bisschen raus. Also das wären jetzt hier, ja, ist im Gras ein bisschen schwierig jetzt hier, würde ich sagen 80 cm. 80 cm, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und messen hier mal, da haben wir dann insgesamt 84 cm. Also 4 cm hier jetzt durch die 6 Bar Differenz. Und das Fahrzeug steht auch dadurch, ich habe vorne noch rechts noch ein Keil reingemacht beim rechten Vorderrad. Steht auch einigermaßen jetzt hier ganz gut im Wasser. Ich denke, man hätte vielleicht noch, ja, rechts wäre noch ein bisschen möglich gewesen, auf 7 oder 8 Bar zu gehen. Aber schon eine super Möglichkeit, um hier einfach dann auch noch zusätzlich auszugleichen.
schönen guten Morgen. Jetzt habe ich eine wundervolle Nacht hier verbracht, wunderbar ruhig von der Landesstraße, die hier ein Stück weiter unten ist, habe ich nichts mitbekommen. Es war wirklich sehr, sehr angenehm. Es war eine insgesamt sogar mal recht kühle Nacht. Ich konnte wunderbar schlafen. Und das ist ein wunderschöner Platz hier von Stay Better bei der Streichsmühle, die man hier so ein bisschen vielleicht im Hintergrund durch die Bäume schimmern sieht. Ein tolles Grundstück hier. Und ich habe mich hier wirklich sehr wohl gefühlt. Gutes Gespräch gehabt mit dem Gastgeber, der selber gerade einen Camper ausbaut. Also wie immer hier mit Stay Better wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, immer wieder toll ist einfach auch unsere neue Zuziehhilfe bei der Schiebetür, die wirklich so super. Oh, jetzt hätte ich fast hier einen Fehler gemacht und den Fliegenschutz nicht entfernt. Das wäre natürlich doof. Also hier nochmal wirklich ganz leicht zuziehen und dann erledigt die Zuziehhilfe den Rest. Ein geniales System. Während ich hier gerade die Luftfederung mit dem Kompressor wieder auf das Fahrniveau von ca. 3 bar bringe, noch ein kleines Fazit zu den bisherigen Erfahrungen mit der Luftfederung. Es handelt sich um die Goldschmidt Camper Plus Evo Smart Lösung, die hinten die Luftfederung beinhaltet und vorne verstärkte Federn und bessere Stoßdämpfer. Da wegen Lieferproblemen jedoch bisher nur die Luftfederung hinten verbaut werden konnte, ist noch kein abschließendes Urteil möglich und der Fahrkomfort sicher noch verbesserungsfähig. Allerdings habe ich eine spürbare Zunahme der Kurvenstabilität festgestellt, und das ist schon ein großes Sicherheitsplus. Außerdem natürlich der Komfort der Ausrichtung auf unebenen Stellplätzen. Wenn der Einbau komplett ist, werde ich weiter berichten. Während der Fahrt ist der Druck je nach Beladung zwischen 2,5 und 3 bar eingestellt. Nun geht es weiter auf meiner Fahrt nach Dortmund. Da meine Vorfahren väterlicherseits aus Dortmund stammen und ich seit meiner Jugend nicht mehr in Dortmund war, habe ich meine Fahrt zum Caravansalon in Düsseldorf zum Anlass genommen, einen Abstecher nach Dortmund zu machen. Leider musste ich feststellen, dass es im ganzen Großraum keinen Wohnmobilstellplatz gibt. Da ist, liebe Stadtmarketing-Leute, noch viel Luft nach oben. Glücklicherweise bin ich bei meiner Recherche auf den Campingplatz Hohensieburg gestoßen. Dieser ist ganzjährig geöffnet und liegt noch einigermaßen verkehrsgünstig zur Innenstadt. Der Campingplatz liegt im Dortmunder Stadtteil Süburg unterhalb des Ausflugsgebietes Hohensieburg und ist schön in Terrassen angelegt. Campingfässer und die Bauwagen sind weitere Angebote auf dem Campingplatz. Für die Wohnmobile gibt es einen eigenen Bereich. Allerdings ist je nach Stellplatz der Weg zu den Stromsäulen etwas länger. Unterhalb des Stellplatzes befindet sich der großzügige Spielplatz. Es gibt kein Restaurant, aber einen Kiosk, an dem man auch frische Brötchen bekommt. Vom Campingplatz aus führt ein Spazierweg runter an die Ruhr und die Mündung der Lenne. Hier noch ein Blick auf den Zeltplatz, der sich am Rande des Campingplatzes auf einem Plateau befindet.
Direkt unterhalb des Campingplatzes befindet sich die Gaststätte zur Lennemündung. Sie hat einen großen Biergarten und ich habe dort lecker gegessen. Von hier aus gibt es die Möglichkeit, auf schönen Radwegen die Ruhr und die Lenne zu erkunden. Zurück auf dem Platz schauen wir uns die Sanitäreinrichtungen an. Zum Sanitärgebäude sind es vom Stellplatz aus nur wenige Schritte. Alles machte einen sehr sauberen Eindruck und es wurde auch regelmäßig gereinigt. Die Einrichtung ist modern und es gibt abschließbare Waschkabinen. Die Duschkabinen sind geräumig und haben auch Abstellmöglichkeiten. Daneben gibt es noch behindertengerechte Einrichtungen und eine Kindertoilette. Im Bereich gibt es eine Koch- und eine Sitzgelegenheit. Hinter dem Gebäude befindet sich ein Frischwasseranschluss, allerdings der einzige für den ganzen Wohnmobilbereich. Außerdem ist dort auch der Bereich für die Schwarzwasserentsorgung. Die Grauwasserentsorgung befindet sich neben dem älteren Sanitärgebäude. Etwas aufpassen muss man bei der Entsorgung wegen dem weit vorstehenden Dach. Hier noch ein paar Eindrücke von diesem älteren Sanitärgebäude, das aber auch einen sehr sauberen und gepflegten Eindruck gemacht hat. Dortmund und der Fußball gehören zusammen. Das zeigt sich auch bei meinem Spaziergang zu Hohenzwieburg, oberhalb des Campingplatzes. Der Winkelturm ist ein achteckiger, neugotischer und 26 Meter hoher Aussichtsturm bei der Hohenzwieburg. Davor befindet sich eine Aussichtsplattform mit einem herrlichen Blick bis hin zu den Bergen des Sauerlandes. Ebenfalls auf der Hohenzwieburg befindet sich das zur Erinnerung an Kaiser Wilhelm I. errichtete monumentale Denkmal mit Reiterstandbild und zwei weiteren Bronzefiguren. Es wurde von 1893 bis 1902 erbaut und am 30. Juni 1902 der Öffentlichkeit übergeben. Davor befindet sich eine weitere Aussichtsplattform mit einem herrlichen Blick auf den Hengsteissee und die Stadt Hagen. Natürlich habe ich dann auch die Stadt erkundet und mir fest vorgenommen, als zumindest 50%iger Dortmunder endlich mal ein Heimspiel des BVB zu erleben. Dann mache ich auch gerne wieder auf dem Campingplatz Hohenzwieburg Station. Jetzt geht es weiter nach Düsseldorf zum Karawansalon. Ich habe übrigens für eine Person und Stellplatz 18 Euro am Tag bezahlt. Bis bald! Eure Tech-Camper Silly und Eberhard.